Ja, ein kleines Infovideo. Lange gab es diese Infovideos und heute gibt es mal ein Ausnahme-Infovideo. Ja, ich möchte mich für die Tage erstmal abmelden. Oh, keine Sorge, es ist für Nachschub gesorgt. Ich muss jetzt mal mich ganz kurz entschuldigen, weil die Tage und Wochen mal wieder nichts kam, aber ein bisschen auf die Abos stiegen. Das freut mich ungemein. Und ja, deswegen habe ich mir Folgendes gedacht. Ich mache heute mal ein bisschen Werbung für mich selber. Und zwar mache ich nämlich heute mal Werbung für meine Steam-Gruppe, die es schon eine Weile gibt. Und ich dachte mir, da können einige drauf joinen, könnt untereinander spielen, miteinander chatten und so weiter und so fort. Und passt so für Steam. Dann gibt es natürlich noch ein anderes Ding, was ich da geplant habe. Ich plane zurzeit wieder einen neuen Discord zu eröffnen für die Community. Und ja, das Ganze ist noch ein bisschen im Aufbau. Und ich habe momentan noch so ein bisschen einzelne Sachen zu tun. Und ja, dementsprechend kam ich bislang noch nicht dazu, diesen dann fertigzustellen. Wenn ich jetzt natürlich aus dem Umzug mit dem Umzug jetzt fertig bin, denn ich bin momentan im Umzugsstress bis zum 24. Juni, und werde da dementsprechend kein Internet haben. Aber, ich habe ein bisschen vorgesorgt, ich habe ein bisschen Folgen aufgenommen, und habe ein bisschen Larry da, ich habe ein bisschen Injustice da. Es geht zwar mit Injustice nicht weiter mit der Story, weil es da so ein paar Probleme mit Copyrights gab, aber ich lasse mich da nicht abschrecken. Und wir machen einfach das Multiversum. Das heißt, wir sehen die Stories der einzelnen Charaktere, auch mit DLCs-Charakter. Und das könnte ziemlich interessant sein. Die erste Folge wird mit Hellboy sein. Da freue ich mich schon riesengroß drauf, weil er mit unter meiner Lieblingsfilmcharakter ist. Und Hellboy ist von der Story her ziemlich interessant und könnte dementsprechend auch interessant werden. Was noch kommen wird, ist natürlich Leisure Suit wird noch weiterkommen. Da habe ich auch wieder einige Folgen aufgenommen. Ich konnte jetzt eine Zeit lang nicht mehr aufnehmen und hochladen, da ich mir meine Finger verletzt habe. Berufliche Verletzung, sag ich mal. Und konnte diesbezüglich nicht mehr richtig spielen, gar irgendwas machen, ja. Weil es einfach mit der rechten Hand dann nicht mehr ging. Ich konnte meine Arbeit nicht mehr machen, konnte auch im Haushalt sehr wenig machen, wo ich froh bin, dass ich da eher weniger zu tun hatte jetzt die Tage. Und ja, dementsprechend bin ich da in ruhigen Händen gewesen. So, dann was gibt es denn noch? Ach ja, da mache ich noch kleine Info für euch. Wenn ihr günstige Spiele liebt, ja, dann guckt einmal in die Videobeschreibung. Dort habe ich eine Seite verlinkt, die sich Instant Gaming nennt. Instant Gaming bietet, und das ist keine Produktplatzierung, die Leute, erinnert euch dran, ja? Sonst hätte ich das markiert. Aber Instant Gaming ist eine Plattform, wo ich zurzeit viele meiner Spiele kaufe, weil es sie einfach deutlich günstiger gibt. Teilweise sogar günstiger als wie bei G2A oder bei was weiß ich, ja. Und es ist halt easy. Man kann Instant Gaming auch mit Steam verbinden und per einen One-Click die Spiele dann in die Bibliothek hinzufügen. Was super ist. Und ja, wie gesagt, die haben dort eine große, breite Auswahl an Spielen, billige Auswahl an Spielen, haben dort manchmal auch Rabatte drin. Das ist also nicht mal schlecht dort. Ja, was gibt's denn sonst noch Neues? Ja, Urlaub habe ich gesagt. Was heißt Urlaub? Ist ja Umzug, ist ja quasi wie Urlaub. Internetausfall, Urlaub quasi. Aber naja. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch dazu sagen könnte. Ja, es wird sich einiges dann ändern. Es wird höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr Minecraft-Content kommen. Da ich ja da diesbezüglich in einem Server bin und ich möchte da auch so ein bisschen Werbung drum machen. Und ja, da freue ich mich schon drauf, dann da ein bisschen die Werbetrommeln zu schieben. Und vielleicht wird das ja was. Und sonst wird es natürlich auch wieder neue Spiele geben.
Dann werde ich höchstwahrscheinlich auch das Lime Ranger Update verpassen. Da werde ich rechtzeitig nicht mit dabei sein. Schaffe ich leider nicht ganz. Aber wir werden es uns definitiv angucken, weil das ziemlich spannend aussieht. Und ja, sonst bei größeren Updates waren wir ja eigentlich immer mit dabei. Und diesmal gibt es so eine Neuerung und ich freue mich schon drauf. Ja? Und ja, dann würde ich sagen, das war's eigentlich von diesem Video, von diesem Info-Video. Ich habe versucht, mich kurz zu fassen. Es ist auch relativ spät, ja. Und momentan funktioniert auch mein Mikrofon nicht. Und das muss ich auch noch fixen. Aber naja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und nach dem Umzug. Und ja, bis der Tage. Tschüss, tschüss.